Herzlich willkommen, liebe Zuseher. Wie Sie schon bemerkt haben, bin ich ja da im Breitschopf Küchenzentrum und wir haben ja verschiedene Küchen. Und es freut mich ganz besonders, dass ich heute den Juniorchef da bei mir habe und dass wir gemeinsam Kekse backen werden. Ja, liebe Elfriede, auch mich freut es ganz besonders, dass ich da heute wirklich mit einem Profi die Breitschopf-Küche testen kann, da bei uns im Studio. Was hast du dir für heute überlegt? Ich habe mir gedacht, wir machen Weihnachtskekse, Schokolade, Nusskrapferl. Super. Süße Sachen, die ich sehr gern zu Weihnachten, ja. Von dem her passt das perfekt. Genau, und dann haben wir ganz eine tolle Küche da uns ausgesucht, ganz eine neue, habe ich schon gehört. Und ich habe jetzt den Teig schon vorbereitet, weil wir haben einen Mürbteig und dann kommt also eine Nussfülle drauf. Und ich habe den Teig da in der Küchenmaschine schon gemacht. Und ich finde das Kastel, das ist ja genial. Also das taugt mir auch. Das ist genau einer der wichtigsten Merkmale bei unseren Küchen, nämlich die Individualität. Das Kastel ist perfekt auf die Küchenmaschine abgestimmt, kann man in jeder Breite, in jeder Höhe haben. Mhm. Und genau so möchten wir einfach auch unseren Kunden einen Unterschied bieten, dass sie genau die Küchengeräte, die sie eben daheim haben, mhm, auch in der neuen Küche dann unterbringen. Ja, und man schiebt es dann einfach so ein und man hat es da so super bei der Abwasch und dann kann man das Tierl auch noch so machen. Genau, da ist dann ziemlich schnell zusammengerannt und es ist alles sauber. Ja, das ist perfekt. Das mag ich, wenn meine Küche so schön verschwinden kann. Genau. Super. Ich werde mir jetzt ein bisschen ein Brettl daher tun, damit wir dieses Ceranfeld ein bisschen schützen. Mhm. So ein Arbeitsbrett. Und ich darf dich bitten, dass du da die Nüsse ein bisschen herschneißt, weil da kommt also ein Nussbelag drauf auf unsere Krapferl. Mhm. Und das kommt dann, also das sind Walnüsse, einfach ein wenig so klein herschneiden. Dabei, mhm, werde ich den Teig ausholen. Wie viele Nüsse soll ich schneiden? Ja, schon, die Hälfte, das reicht. Wir machen jetzt eine kleine Menge. Okay, heute. Sehr gut. Inzwischen werde ich da den Teig ausholen. Sehr gut. Und schön fein schneiden. Ja, genau, weil das kommt dann auf das Keks halt drauf und uns je feiner das sind, umso... Je feiner, desto besser. Ja, genau. Sehr gut. Ich gebe mein Bestes. Super. Herr Friede, erzähl mal, wir sind ja heute natürlich bei uns im Studio, aber privat zu Hause hast du auch eine Breitschopf-Küche. Ja. Seit 3 Jahren. Mhm. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Ja, total. Jetzt im Fernsehen kann man natürlich nichts anderes sagen. Ja, genau. Aber ich bin wirklich sehr zufrieden, weil es für mich richtig zugeschneidert ist. Es ist sehr pflegeleicht. Es ist mir wichtig, dass ich nicht stundenlang putzen muss. Mhm. Und dass einfach alles schon altersgerecht, sage ich mal. Ich habe alles in der Höhe, also ein Geschirrspüler, ein Backrohr. Ich brauche mich nirgends mehr runterbucken und das taugt mir halt einfach. Das taugt auch. Ja, und es war wirklich eine sehr gute Beratung, wie wir das alles ausgesucht haben. Das war wirklich, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ich finde das auch viel praktisch. Ich war ja bei euch auch da und habe so eine Kocheinschulung gehabt und für meine Geräte damals auch. Und das, man merkt sich nämlich das gar nicht, alles, was so ein Gerät kann. Und man muss auch probieren. Und wenn man es dann daheim schon mal hat, und dann kann ich ja gleich heimfahren und das gleich wieder ausprobieren. Und also da habe ich mir sehr viel mitgenommen. Ja. Das war wirklich und, super. Ich gebe dir da zu 100% recht, ich bin sogar der Meinung, Küchenkauf muss ein Erlebnis sein, dass die Kunden bei uns jetzt nicht nur das Produkt erwerben, sondern dass sie wirklich das auch erleben. Mhm. Und da gehört es auch dazu, dass man die Geräte mal bei einer Kochveranstaltung ausprobiert, genau, damit man wirklich auch weiß, wie funktioniert das Gerät und was kann das überhaupt. Und oft weiß man ja gar nicht, welche Funktionen es dann wirklich überhaupt alles gibt. Und von dem her ist es immer super, wenn die Kunden die Möglichkeit haben, dass sie das Produkt erleben. Genau, genau. So, ich hoffe, du bist zufrieden mit... Ja, ist mühsam. Ich hoffe, ich habe da nicht ganz zu niedrige Dienste eingeteilt. Weihnachten wird ja auch ein schönes Familienfest bei euch sein. Und gibt es da Weihnachtskekse? Gibt natürlich Weihnachtskekse. Freue mich natürlich auch schon wieder drauf. Ja. Und was mir vor allem auch taugt, bei den Weihnachtskeksen, man isst halt dann wirklich nur zu Weihnachten. Und das ist dann auch wieder das Besondere von der Jahreszeit, auch die Stimmung. Die Stimmung, genau. Ich finde das auch so schön bei uns in Österreich, dass wir diese Traditionen haben, dass wir diese Brauchtümer auch haben. Mhm. Und da gehört einfach die Kekszeit genauso dazu. Und wenn es so duftet in der Küche nach Zimt, nach Vanille, die ganzen guten Gerüche, das ist einfach stimmig. Feierst du gerne Weihnachten? Ist für mich ein ganz ein besonderes Fest. Und nur dazu heuer kriegen wir das erste Enkelkind jetzt dann bald. Und dann wird es ganz was Besonderes heuer. Das heißt,
seit heuer Weihnachten dann das erste Mal mit dem Enkelkind gemeinsam? Ja, genau, ja, genau. Das wird so nur recht. Glasheim kriegt man nicht so viel mit, aber trotzdem ist das für Familie oder für Mama oder Oma ganz was Besonderes, sowas zu erleben. Ja. Was mir an Weihnachten einfach immer taugt, ist das Besinnliche und dass es wirklich einige Tage gibt, wo es dann ruhiger ist, wo man, wo ich auch versuche, dass ich dann immer auch abschalte. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil man ist so im Getriebe drinnen, es geht mir auch oft so und dann hat man einfach auch Zeit für das Wesentliche und einfach Familie, gemütlich zusammensitzen, ein Glas Wein gemeinsam trinken und einfach nicht die Zeit verbringen. Ja. So, ich habe jetzt den Teig ausgeweckt und stiche da jetzt Kekse aus, ich muss ein bisschen erklären, was wir da tun. Jetzt werden wir dann unseren Kaffee noch aufkochen, also ein Milchkaffee mit Zucker. Und da kommen dann die Nüsse rein und Eikel und da machen wir dann so Haferl drauf und das werden wir dann eben gleich mit zusammen backen. Mhm. Aber du darfst noch ein bisschen schneiden. Sehr gut. Du backst auch daheim dann wirklich gerne? Ja, schon. Nicht nur für Kochsendungen, nein, sondern... ich habe auch recht einen verschleckten süßen Mann daheim, der gern Kuchen mag. Und für uns gibt es eigentlich gibt's immer was Selbstgebackenes daheim. Das heißt, die Küche ist bei dir jeden Tag im Einsatz? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, wird immer frisch gekocht und wird immer also viel gebacken und da brauche ich ihn. Also darum ist die Küche mein Arbeitsplatz. Genau. So Martin, wir haben jetzt da einen Milchkaffee, also mit ein bisschen Zucker, das ist einfach also ein 8 Liter Kaffee. Und da kommen jetzt die Nüsse rein, da darfst du dann schon deine Nüsse reinschmeißen. Den schneide ich schnell fertig. Genau. Super. So, ich habe da nur Eiklar, weil ich habe im Teig einen Dotter rein und da kommt dieses Eiklar, versprüht ein bisschen und das kommt dann da noch zu diesem Kaffee-Gemisch. Ihr seid ja ein Familienbetrieb, was ich so weiß oder mitgekriegt habe. Genau, so ist es. Wie lange gibt es eigentlich Breitschopf schon? Uns gibt es jetzt seit mittlerweile fast 70 Jahren am Markt. Echt? Mein Opa hat damals die Firma gegründet im Jahre 1956. Und ich selber bin eben die dritte Generation von der Firma Breitschopf. Ein Familienbetrieb ist schon einfach aus meiner Sicht etwas Besonderes, weil ein Familienbetrieb auch immer ganz besondere Werte hat. Mhm. Wir sind alle mit Herzblut, mit Eifer mit dabei. Mhm. Und das spürt dann meiner Meinung nach am Ende auch der Kunde. Mhm. Weil es uns ganz, ganz wichtig ist, dass die Kunden, die Küchen, die wir abwickeln, die Kunden dann wirklich auch zufrieden sind. Und dass das von A bis Z wirklich funktioniert. So, Martin, jetzt müssen wir da diese Fülle noch drauf geben. Jawohl. Ich glaube, da helfen wir zusammen, da ist ein Löffel. Wir tun jetzt auf jedes Keks halt so ein bisschen so Nüsse drauf, so in die Mitte. So, kleines Kupferl. Ein kleines Kupferl. Mit den Fingern mit halt ui, vielleicht. Ui. Das war ein bisschen ein großes Kupferl. Genau. Auf jeden Fall werde ich da jetzt überall so Nüsse draufgehen. Ich bin aber eine, die was eher die kleinen Kekse liebt. Du kannst dafür umso mehr davon essen. Ja, genau. Ich finde es einfach optisch schöner, wenn sie ein bisschen kleiner sind, nicht so groß sind. Zum Machen waren es natürlich leichter, wenn wir so große Kekse jetzt gemacht hätten. Kann man besser aufteilen, wenn es kleinere sind. Ja, genau. Und schaut auch am Keksteller dann nicht aus, wenn man eher kleinere Kekse hat. Ja, liebe Zuseher, wir machen das jetzt noch fertig und dann kommen die Kekse bei 180 Grad ca. 15 Minuten ins Backrohr, dass sie schön vorkommen. Und dann machen wir jetzt die kurze Pause. Unser Rezept für die perfekte Küche ist kein Geheimnis, sondern der direkte Weg. Von der Planung, Produktion, Montage bis hin zum Service bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand. Entdecken Sie das Breitschopf-Küchenzentrum mit all Ihren Sinnen. Breitschopf, der direkte Weg zu Ihrer Küche. Mit Maximarkt kann Weihnachten schon jetzt kommen. Entdecken Sie tausende Spielwaren und sparen Sie 20% mit dem Maxi-Preis-Joker. Holen Sie sich den neuen Spielwarenkatalog. Jetzt in Ihrem Maximarkt und auf maximarkt.at. Maximarkt ist echt stark. Trachtenweg, die Stube.
Modeherbst in der Trachten-Wichtelstube. Die neuesten Volks- und Oktoberfest-Trends auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Hier wird die ganze Familie von Kopf bis Fuß eingekleidet. Vom Dirndl bis zum Hochzeitsoutfit. Trachtenmode liegt immer im Trend. Die Trachten-Wichtelstube in Ed bei Lambach. Haberfellner ist Mehl und gleichzeitig ein Synonym für Qualität. Immer am Puls der Zeit für höchste Kundenzufriedenheit. Haberfellner. Reinstes Mehl für feinste Backwaren. Ja, wir haben die Kekse jetzt aus dem Ofen rausgeholt. Es duftet wunderbar da drinnen. Und die sind ja nur ganz heiß und da lege ich ja ganz gerne so eine Schokolade-Mokkabohne drauf. Und das schmilzt dann und das biegt nämlich dann auch recht gut. Ich unterstütze da gerne. Ja, genau. Man sieht ja, da sind so ein bisschen geschmolzen. Oder einfach man macht irgendwie Schokofäden drauf. Ich mag das einfach immer gern, wenn man die Kekse ein bisschen so fürs Auge ein bisschen verziert. Einfach so drauflegen und das hält dann eh, wenn das warm wird, der Schokolade. Okay. Ja, dann da haben wir uns ein paar noch gleich für unser Foto und für unsere Kameras. Jetzt bin ich gespannt. Ja, willst du uns kosten? Sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Schau mal, schau, toll sind. Jetzt bin ich gespannt, ob sie die harte Arbeit gelohnt hat. Und Nüsse hacken. Ist noch ganz super. Warm und frisch halt. Ne? Dadurch, dass sie noch warm sind, schmecken besonders gut. Ja, aber sie halten sich auch ganz gut, so 2-3 Wochen in einer Keksdose kann man sie auch ganz gut aufbewahren. Geschmacklich sehr gut. Nicht zu süß. Mhm. Kann man genau. Super immer dazu essen. Und einmal ein Glas Wein vielleicht dazu trinken. Genau. Ja, liebe Zuseher, das Rezept finden Sie wie immer auf unserer Homepage tv1.at. Es hat mir echt voll Freude gemacht, dass wir heute da gemeinsam zusammenhelfen haben dürfen, für den Keksebacken. Ich sage auch danke für die tolle Gelegenheit, dass wir da gemeinsam was Tolles gemacht haben. Ja, wünsche euch auch noch viel Erfolg in euren Betrieb, der Firma. Vielen Dank. Und Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.